willkommen zurück, liebe Sportsfreunde, Freunde der gepflegten Kraftsportunterhaltung. Was ihr sehen könnt, ich habe hier wieder Meißel und einen Hammer in der Hand. Ich möchte euch herzlich begrüßen zum zweiten Legend Stone. Diesmal ganz bei mir in der Nähe, hier in Vorbach. Also viele, die meinen YouTube-Channel gucken, wo aus meiner Gegend kommen. Dieser Stein ist für euch, speziell für euch. Und wir sitzen hier schon am Gewässer. Das werdet ihr vielleicht erkennen von einem kleinen Facebook-Clip, was den Valhalla-Booster von God's Rage betrifft. Und dann möchte ich euch zeigen, wie ihr zu diesem Stone kommt. Dann möchte ich euch den Stone vorstellen, was ihr damit machen müsst, wie ihr ihn heben müsst, um in die Hall of Fame aufgenommen zu werden und um ein bisschen Ruhm abzuholen. Wenn ihr jetzt euch hier rumbegebt und mal hier hochguckt, werdet ihr sehen, das ist der erste oder die erste Herausforderung, um zum Stone hinzukommen. Ihr müsst von dort oben komplett runter an mir vorbei und dann hier vorne durch. Da gehen wir jetzt entlang und da werdet ihr den Stone sehen. Der Stone ist bereits schon markiert. Der Meißel wird immer stumpfer. Ich glaube, ich brauche 9 demnächst. Und zieht euch gutes Schuhwerk an, weil hier ist es ein bisschen holprig. Ist nicht so schön wie im Reinickendorf. Hier gibt es ein paar mehr Steine. Und hier liegt er. Das ist der gewaltige Klotz. Und ich habe mir entschieden, ich gebe ihm, weil man muss den Stein vom Boden aufnehmen, auf die Schulter nehmen, einen Arm wegstrecken und dann 1 bis 2 Sekunden stehen, dass er sicher steht. Und dann kann man den Stein ablassen. Dann ist der Lift akzeptiert. Könnt ihr ihn fallen lassen. Erschwerte Bedingungen sind einmal der weiche Boden, der Sandboden. Also guckt, dass ihr einen guten Stand bekommt. Seht ihr? Und der Stein ist zu erkennen. Ich habe mir die Torrune ausgewählt. Jeder kennt ihn. Film, Fernsehen, Geschichte. Also von daher, möge die Kraft Thors mit euch sein. Ob der Hafthor ihn heben kann, das weiß ich nicht. Muss er mal vorbeikommen zu Besuch. Also, der Stein muss genommen werden, auf den Schoß. Nicht nur vor die Brust, wie bei dem Stone im Reinickendorf, sondern auch auf die Schulter. Oben halten, Arm ausstrecken und dann ablegen. Nicht auf den Fuß. Freunde, der zweite Legend Stone hier in Vorbach wurde soeben gehoben. Also diesen Stein müsst ihr schultern. Aber bevor ich es vergesse, der erste Legend Stone in Reinickendorf, Berlin, wurde von Peter Pliefke bereits gehoben. Also Ehre jetzt hiermit, Peter. Der zweite Stein liegt bereit. Er ist markiert. Er ist bereit für euch alle, besonders für Freunde bei mir hier in der Umgebung. Ihr habt es nicht weit bis Vorbach hoch, das sind 20 Kilometer. Also, testet euch am Stein. Und ich mache es jetzt kurz. Ich bedanke mich vielmals. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Liked es, verteilt es, abonniert es. Und macht bei dieser Aktion mit, dass die Leute mal wieder ein bisschen zurück in die Natur finden und schwere Dinge heben und vor allem stärker werden. Bedanke ich mich vielmals. Bis zum nächsten Mal. Euer Dennis. Ciao.
So, Freunde, der Torstein führt euch in den wunderschönen Schwarzwald. Und auf dem Weg hier hoch müsst ihr nur Ausschau halten. Also ihr guckt nach der Koordinate, da wird es grob gezeigt. Nach dieser Haltestelle Kaltenbach-Vorbach, die 246, dann parkt ihr am besten, wo ich parke, mit meinem bezaubernden Golf, der schon vorne am Radkasten Rost anwirft. Ne, das filmen jetzt nicht, bitte. Das ist sehr intim. Kommt da mal mit. Dann geht ihr hier zu diesem Dohlen, wenn man überall in Deutschland Dohlen dazu sagt. Dieser Mülleimer ist ein geheimes Zeichen. Und dann geht's hier runter. Und dort unten liegt er am Gewässer, wartet auf euch für Ruhm und Ehre. Also, runter mit euch. Was macht er mit dem Renault? Weißt du, was ich immer zu Renault sage? Créateur de Malheur. Warum ist eigentlich deine Scheibe so angelaufen? Ja, das passiert immer, wenn mein fleischiger Luxuskörper eben in Wallung kommt, durchs Training natürlich. Und das ist wie mit so einem Speckstein. Ein Speckstein, der nimmt die Hitze auf und speichert sie lange. Und deswegen gebe ich auch die Hitze lange ab. Ja, und deswegen siehst du es auch hier, die Scheibe ist ganz schön. Oh, Junge, hast wieder nichts gelernt. Und bei ihm da vorne ist doch eine 6 zu viel am Nummernschild, oder? Ja. Hier. 6, 6, 6, 6, nein. Das gehört sich so nicht. Na, ganz wenig lesen. Das ist so angelaufen. Ja, dann film hier durch die Lücke durch. Nur meine eigene Lücke. Ja, baue ich eine Lücke. Ich baue mir eine Lücke. Ich schwitze sie gleich wieder zu. Créateur de Malheur.